Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall und wir haben heute folgendes Thema vor der Brust. Einige von euch dürften mitbekommen haben, dass Mitte letzten Monats ehemals geheime Dokumente des US-Außenministeriums und des Pentagon veröffentlicht wurden, nachdem darauf im Rahmen des Freedom of Information Act geklagt worden war. Insbesondere eines der Dokumente sorgt nun für einigen Wirbel und um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit Professor Dr. Günther Meyer vom Geographischen Institut an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz verbunden, wo er das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt leitet, eines der weltweit führenden Informationszentren für die Verbreitung von Nachrichten und Forschungen zum Nahen Osten. Schönen guten Tag, Herr Professor Meyer. Guten Tag, Herr Schall. Das besagte Dokument, das einigen Staub aufwirft, stammt vom August 2012 und wurde von der Defense Intelligence Agency geschrieben, einem Geheimdienst des Pentagon. In diesem Dokument, das an US-Behörden wie CENTCOM, CIA und FBI herausging, hieß es, dass es für den Westen, die Länder des Golfes und für die Türkei die Möglichkeit bestünde, ein erklärtes oder unerklärtes salafistisches Fürstentum in Ostsyrien zu etablieren, was wiederum exakt das sei, was die Unterstützung Stützer der syrischen Opposition wollten, um das syrische Regime zu isolieren. Der DIA-Report sagte ferner für den Fall einer Verschlechterung der Lage in Syrien düstere Konsequenzen für die Situation im Irak voraus. Nicht zuletzt würde sich dadurch eine ideale Atmosphäre für die Rückkehr von Al-Qaida in ihre Stammgebiete in Mosul und Ramadi ergeben. Jetzt stellt sich die Frage, Herr Professor Meyer, verstehen Sie, warum diese in Anführungszeichen Enthüllungen so hohe Wellen zu schlagen vermögen? Nein, das verstehe ich überhaupt nicht. Denn wenn man die Entwicklung in der Region verfolgt hat, die Ausbreitung des Islamischen Staates ursprünglich im Irak und dann zu der Zeit, als diese Paper geschrieben worden sind, 2012, das Vordringen durch das Euphrat-Tal, beziehungsweise in den östlichen Bereich Syriens, dann ist eigentlich vollkommen klar, dass das, was hier dargestellt worden ist, jeder, der einigermaßen die Lage damals verfolgt hat, zu dem gleichen Schluss kommen musste. Dass nämlich nichts anderes passiert, als dass Dschihadisten des damals noch Islamischen Staates im Irak sich Richtung Westen auf den Weg gemacht haben, nachdem der sogenannte arabische Frühling 2011 zu einer Schwächung geführt hat des Regimes, bot sich hier die Chance, in die sunnitischen Gebiete im Nordosten Syriens vorzudringen. Und diese Chance hat der Islamische Staat im Irak entsprechend genutzt. Jetzt wird das Papier auch dazu benutzt zur These, dass der IS eine Kreatur sei des Westens. Ist das daraus herauszulesen? Überhaupt nicht. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Es wird nur festgestellt, dass hier es sehr wahrscheinlich ist, dass im Nordosten des Landes ein salafistisches Territorium, ein salafistischer Kleinstaat sich bilden könnte. Und es wird weiter festgestellt, dass dies durchaus den Interessen des Westens, insbesondere der USA, aber auch der arabischen Staaten, gerade auch unter Führung von Saudi-Arabien, entspricht. Absolut eine realistische politische Einschätzung, denn die USA hat ein massives Interesse am Sturz des Regimes. Daraus hat sie nie wirklich einen Hehl gemacht. Spätestens seit 2007, seit Seymour Hersh das Ganze aufgedeckt hat, dass nämlich eine Allianz zwischen den USA, Saudi-Arabien und Israel besteht, um das syrische Regime zu destabilisieren, sei es durch Ausbildung von Untergrundkämpfern, sei es durch Propaganda. Seitdem ist es klar, dass das Hauptziel der USA der Sturz von Bashar al-Assad ist. Ebenso haben die Saudis nie einen Hehl daraus gemacht, dass das alawitische Regime, also ein Unterzweig der Schiiten, als Bedrohung
beziehungsweise Gefahr für Saudi-Arabien angesehen wird. Der berühmte schiitische Halbmond vom Iran über den Süden des Irak, über die Alawiten in Syrien bis hin zu den Schiiten im Südlibanon, zur Hisbollah. Das wurde spätestens nach der iranischen Revolution als die große Gefahr für das saudische Regime angesehen. Und deshalb sah man hier und sieht man heute noch im Sturz des Regimes von Bashar al-Assad einen wichtigen Ansatzpunkt, um diesen schiitischen Halbmond zu durchbrechen und den Interessen des Iran massiv zu schaden. Ja, wie würden Sie denn das Verhältnis der USA zum IS beschreiben? Ist das schwarz-weiß oder ist das schon mit Graustufungen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Offiziell wird der IS aus Sicht der USA natürlich als die große Gefährdung gesehen und gerade die Staaten in Europa sehen das ähnlich angesichts von Tausenden von Dschihadisten, die aus europäischen Heimatländern abgezogen sind, um in Syrien und im Irak zu kämpfen, die dann irgendwann zurückkommen, auch angesichts des Gefährdungspotenzials durch die exzellente Propaganda des Islamischen Staates im Internet, stellen diese eine gravierende innenpolitische Bedrohung in allen europäischen Ländern und potenziell auch in den USA dar. Deshalb also durchaus die große das Interesse daran, den Islamischen Staat zu vernichten. Wenn wir jedoch andererseits das jüngste Vorgehen der USA oder genau gesagt nicht Vorgehen oder Vorgehen mit angezogener Handbremse bei den jüngsten Eroberungen des Islamischen Staates, sowohl in Ramadi wie auch in Palmyra ansehen, dann kommen wirklich Zweifel auf, ob auch aus Sicht der USA ein wirkliches Interesse daran besteht, den Islamischen Staat zu vernichten. Sehen wir uns die Situation in Ramadi an. Es war hier so, dass die USA seit Monaten, seit mehr als einem Jahr darüber informiert war, dass der Islamische Staat einen Angriff auf Ramadi plant. Gerade in den letzten Wochen waren auch Kommunikationen zwischen den Führern des Islamischen Staates abgehört worden. Man wusste genau, der Angriff steht innerhalb kürzester Zeit bevor. Es war durch Luftaufklärung klar, dass in großem Stil Artillerie, Panzer, schweres Gerät in der Umgebung von Ramadi in Stellung ging. Hier wäre durchaus die Chance gewesen, unproblematisch, ohne große Gefährdung von Zivilisten, gegen diesen Aufmarsch des Islamischen Staates vorzugehen. Genau das hat die USA nicht gemacht. Das heißt, es wurde damit begründet, ja, wir konnten im entscheidenden Moment nicht eingreifen, weil es gerade einen Sandsturm gab. Das betrifft nur den Tag des direkten Angriffs. Aber man hätte lange vorher den Aufmarsch bekämpfen können. Da wird dann wiederum gesagt, ja, wir haben deshalb nicht angegriffen, weil wir keine Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung haben wollten und immer nur in Rücksprache mit der Regierung in Bagdad tatsächlich angegriffen werden kann. Aber wenn man sich das strategische Potenzial von Ramadi anschaut, wenn man sieht, hier eine weitere Provinzhauptstadt, die flächenmäßig größte Provinz Anbar mit ihrer Hauptstadt fällt in die Hand des Islamischen Staates und man unternimmt praktisch nichts dagegen, dann ist die Frage durchaus berechtigt, warum wurde nichts dagegen unternommen? Ähnlich Palmyra, Zentralsyrien, in einem Wüstengebiet, wo es kaum Deckung gibt, wo der Aufmarsch der schweren Waffen, der Artillerie, der Panzer des Islamischen Staates lange bekannt war. Warum hat man hier nicht eingegriffen? Also vor diesem Hintergrund, dass
der Einsatz gegen den islamischen Staat mit, ich sage es nochmal, angezogener Handbremse, das ist etwas, was durchaus kritisch zu sehen ist. Ein Grund, warum mich dieses Papier vom 2012 nicht so wahnsinnig überrascht hat, liegt darin, dass Ed Hussein, Senior Fellow für Nahoststudium beim Council on Foreign Relations, bereits im August 2012, also einen Monat davor, geschrieben hat, dass die Freie Syrische Armee müde, geteilt, chaotisch und unwirksam ist. Indem sie sich vom Westen verlassen fühlen, sind die Rebellen zunehmend demoralisiert. Al-Qaida-Kämpfer können dagegen dazu beitragen, die Moral zu verbessern. Der Zustrom von Dschihadisten bringt Disziplin, religiöse Inbrunst, Kampferfahrung aus dem Irak, die Finanzierung von sunnitischen Sympathisanten in der Golfregion und vor allem tödliche Resultate. Kurz gesagt, die FSA, also die Freie Syrische Armee, braucht jetzt Al-Qaida. Das kam vom Council on Foreign Relations. Das muss einen also wirklich nicht überraschen. Das muss einen wirklich nicht überraschen und es ist eine durchaus objektive Analyse der Situation zum damaligen Zeitpunkt. Die Freie Syrische Armee, ursprünglich aus Deserteuren, aus den syrischen Streitkräften gebildet, war am Anfang durchaus ein wichtiger Gegner für das Assad-Regime. Dadurch, dass die Freie Syrische Armee jedoch kaum Unterstützung bekam und sich zunehmend auch kriminelle Banden der Freien Syrischen Armee angeschlossen haben, ist das Ansehen auch das militärische Potenzial der Freien Syrischen Armee sehr rasch geschrumpft. Das heißt, in dieser Situation der Demoralisierung, wo die Freie Syrische Armee den Streitkräften des Regimes hoffnungslos unterlegen war, konnte man, wenn man die Zielsetzung hat, wie das bei der USA der Fall ist, das Regime zu stürzen, durchaus in dem Vormarsch der Islamisten von Al-Qaida eine Chance sehen, um den Widerstand aufrecht zu erhalten und um zu verhindern, dass die Rebellion gegen Bashar al-Assad niedergeschlagen wird. Ein anderes Dokument, das vom Oktober 2012 stammt und auch von der DIA ist. Da ging es darum, dass die US-Geheimdienste keinerlei Zweifel darüber hatten, dass es Waffenverschiebungen gab von Al-Qaida in Libyen via die Türkei zu Al-Qaida in Syrien. Muss man das jetzt als überrascht hinnehmen oder hätte man das auch vorher wissen können? Genau diese Meldungen sind lange vorher schon publiziert worden. Es gibt zahlreiche Beobachtungen, zahlreiche Berichte darüber, dass eben organisiert von der CIA die Waffen des Regimes von Gaddafi über die Türkei nach Syrien reingebracht worden sind. Also im Endeffekt ist auch das ein alter Hut, der hier noch einmal aufgewärmt wird. Eine Sache, die uns aber auf jeden Fall auch hierzulande beschäftigt, ist ja die Flüchtlingsproblematik. Die ganzen Flüchtlinge aus Syrien, die zum Teil ja auch hier hinkommen. Was sind Ihre Gedanken dazu? Nun, es ist eine absolute oder die größte humanitäre Katastrophe in der letzten Jahrzehnte. Das betrifft in erster Linie gerade auch Millionen von Syrern, die als Binnenflüchtlinge ständig um ihr Leben fürchten müssen. Es betrifft Millionen, die in den Flüchtlingslagern, vor allem Jordanien, im Libanon und in der Türkei leben. Und in zunehmendem Maße sind es eben auch Flüchtlinge, die zu Tausenden auf dem Weg über das Mittelmeer in die Europäische Union hineinkommen und die durchaus auch nach Deutschland gelangen. Gerade auch Christen, die in besonderem Maße verfolgt werden durch die Dschihadisten, sei es der Nusra-Front oder des Islamischen Staates. Gerade Christen sind als besonders gefährdete Gruppe in großer Zahl mitvertreten unter den Flüchtlingen, die nach Europa kommen. Aber das sind wirklich Flüchtlinge. Das sind keine
Terroristen, von denen eine Bedrohung ausgeht. Also hier müssen wir sehr klar unterscheiden. Diese Flüchtlinge, wenn sie nach Europa kommen, die haben kein Interesse daran, irgendwelche Terroranschläge durchzuführen. Dass sich etwa Terroristen, dass sich Dschihadisten unter diese Flüchtlinge schmuggeln könnten, ist sehr unwahrscheinlich. Denn sie kennen die Bedingungen hier in Deutschland nicht, wenn sie hierher kommen. Sie sind auch weitgehend abgeschirmt. Sie haben gar keine Möglichkeit, hier etwa Terroranschläge oder Ähnliches zu begehen. Ja, was würde eigentlich passieren, wenn letztendlich der Islamische Staat in Syrien und Irak siegt? Was bedeutet das vor allen Dingen für religiöse Minderheiten? Hier müssen wir unterscheiden. Ein Sieg des Islamischen Staates und wenn sich auch nicht unbedingt ein Sieg abzeichnet, aber doch eine dauerhafte Etablierung des Islamischen Staates in Syrien und im Irak, wo er jetzt durchaus schon staatliche Strukturen unterhält, angefangen von der gesamten Infrastruktur, die zu einem großen Teil von ehemaligen Baathisten, von Saddam Hussein, in äußerst kompetenter Weise gemanagt werden, über die Erhebung von Steuern, über die Rekrutierung von Soldaten für den weiteren militärischen Einsatz bis hin zu Kindern, die systematisch in der Ideologie des Islamischen Staates ausgebildet werden. Das ist ein staatliches Gebilde, grenzübergreifend, sowohl auf syrischem Gebiet wie auch auf irakischem Gebiet, das in der gegenwärtigen Situation oder auch zumindest mittelfristig nicht zu besiegen ist, wenn wir uns die Interessenlage in der Region anschauen. Die wichtigsten Akteure haben kein Interesse daran, den Islamischen Staat zu vernichten. Sehen wir uns Saudi-Arabien an. Eine Vernichtung des Islamischen Staates würde eine Stärkung der schiitischen Regierung in Bagdad bedeuten und damit eine Stärkung des Iran, und daran ist Saudi-Arabien keineswegs interessiert. Ähnlich sieht es aus mit der Türkei, die im Islamischen Staat vor allem eine wichtige Kraft sieht, durch welche die Kurden im Norden Syriens bzw. südlich der türkischen Grenze in Schach gehalten werden. Das heißt, wir haben gemeinsames Interesse der Türkei und von Saudi-Arabien als den wichtigsten regionalen Mächten, gegen das Regime von Bashar al-Assad vorzugehen, aber nicht gegen den Islamischen Staat vorzugehen. Vor diesem Hintergrund wird der Islamische Staat sicherlich noch relativ lange Bestand haben. Und wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, können wir feststellen, dass durch die weltweite Propaganda der Zustrom zum Islamischen Staat immer größer wird. Teilweise sind es Konvertiten, teilweise sind es gescheiterte junge Muslime, die hier ihre Chance sehen, gemeinsam mit dem Islamischen Staat einen echten Islamischen Staat zu schaffen, wo sie nicht diskriminiert werden. Das heißt, wir haben den massiven Zustrom von außen zum Islamischen Staat und damit eben auch die große Gefährdung, dass diejenigen, die jetzt hier ideologisch und militärisch ausgebildet sind, dann in ihre Heimatländer zurückkommen und ein erhebliches Gefährdungspotenzial darstellen. Eine Frage, die ich noch hätte, und die habe ich schon seit geraumer Zeit, ich wollte Sie eigentlich schon immer mal drüber fragen, was Sie davon halten. In den letzten Monaten gab es rund um die Stadt Dresden einige Spaziergänger unter der Parole Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ist die Islamisierung des Abendlandes etwas, das Sie umtreibt und nicht zu schlafen kommen lässt? Nein.
von einer Islamisierung des Abendlandes kann überhaupt keine Rede sein. Speziell wenn wir Dresden nehmen, wo der Anteil der Muslime in der Bevölkerung in einem Bereich von 2-3% maximal liegt. Also Islamisierung des Abendlandes, das ist etwas, was von rechten Gruppen ganz groß aufgebauscht wird. Diese Gefahr sehe ich nicht. Trotzdem, ich hatte es eben schon angedeutet, besteht ein Gefährdungspotenzial dadurch, dass einzelne Personen dann tatsächlich zum Teil auch als die berühmten einsamen Wölfe zu Terroranschlägen beitragen können. Diese Gefahr besteht. Aber die Masse, die überwältigende Masse der Muslime im Abendland lehnt ein solches Vorgehen aufs Schärfste ab. Der Mainstream, der weitaus überwiegende Teil aller muslimischen Geistlichen lehnt es genauso ab. Das heißt, allein aufgrund des Bevölkerungsanteils und aufgrund der sehr moderaten Einstellung der meisten Muslime kann von einer Islamisierung des Abendlandes überhaupt keine Rede sein. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass die Leute hierzulande sonderlich viel Ahnung vom Islam haben? Ich betreue gerade eine Masterarbeit, wo es darum geht, diese Einstellung und auch zu überprüfen, was meinen die Menschen oder was kennen die Menschen vom Islam in Deutschland. Und die Prätests, die wir gerade durchgeführt haben, die sind ziemlich erschütternd. Das heißt, das Schreckgespenst des Islam, das wird wahrgenommen und das wird gerade auch von rechten Gruppen propagiert, aber dass die überwältigende Mehrheit den Islam als Friedensreligion ansehen der Muslime, das ist etwas, was hier ebenso wie fundierte Kenntnisse über den Islam bei dem weitaus überwiegenden Teil der deutschen Bevölkerung noch nicht angekommen ist. Gut, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.